Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++. Heute geht es um Multithreading. Multithreading ist so ziemlich das, was eure Sprache oder was euer Programm am Ende effizient macht. Und warum ist es so? Naja, wir haben heutzutage eigentlich selten Single-Core-CPUs verbaut bei uns in den Rechnern drin. Wir haben eigentlich immer Multicore-CPUs verbaut. Also meine CPU zum Beispiel hat virtuelle 8 Kerne. Das bedeutet, ich kann 8 Threads gleichzeitig laufen lassen und die berechnen einfach parallel, also auf zeitgleich einfach auf einmal irgendeine komplizierte Aufgabe. Wenn ihr das Ganze auf eine GPU, also auf eine Grafikkarte übertragt, dann sind es teilweise, keine Ahnung, ich glaube meine Grafikkarte hat irgendwas über 200 Kerne und die sind zwar alle sehr, sehr dumm und alle auch nicht besonders schnell, aber wenn man halt 200 Stück auf einmal laufen lässt, dann kann man fast ein komplettes Bild, naja, okay, nicht ganz, eine Auflösung von dem Bildschirm ist ein bisschen höher, aber man kann auf jeden Fall extrem viel auf einmal berechnen und das wird alles über Multithreading gemacht. So, was wir jetzt als erstes brauchen, ist die Bibliothek für Multithreading. Die bekommen wir über Hashtag include und das war nicht cool von dir. Pthread. Pthread.h. So, Pthread.h erstellt euch quasi Threads mit nur einer ganz kurzen Zeile. Es ist trotzdem nicht ganz so einfach, deswegen muss ich es euch auf jeden Fall erklären. Okay, was wir da noch brauchen, ist eine weitere Funktion. Eine Funktion, die ausgeführt wird von dem Thread. Der muss ja wissen, was er zu tun hat. Wir können ja nicht einfach nochmal das ganze Programm laufen lassen. Der muss ja irgendeine Aufgabe haben und diese Aufgabe, die steht jetzt hier in dieser Funktion drin. Wir sagen also einfach void laufen lassen. So, und jetzt kommt hier ein Pointer ist es, was wir brauchen. TID. TID steht für Thread ID. Das ist dazu da, damit man ein bisschen Kontrolle über den Thread hat. Zum Beispiel wollt ihr vielleicht mal einen Thread abschießen, wenn er sich aufgehängt hat oder sowas. Vielleicht solche Dinge. Okay, aber in unserem Fall einfach ein Cout dahin packen und die Thread ID ausgeben. Sagen wir einfach mal working hard at. Und dann sagen wir ihm hier, welche Thread-ID wir hier drin haben. Also T-ID. Okay. Danach wollen wir einfach, also wir wissen, dass hier jetzt gerade der Thread am Laufen ist. Und hier wollen wir dann einfach beenden. Also quasi intern sagen, du stirbst jetzt. Das ist ziemlich brutal. Mit Threads ist es nicht so einfach. Also Threads sind, die töten ihre Kinder und alles drum und dran. Aber ja, so sind Threads nun mal. Die sind nicht so easy. Okay, wir sagen ihm einfach, er soll hier quasi exiten, also er soll sterben gehen und dann ist er fertig. Also seine einzige Aufgabe ist, hier drin dieses Ding auszugeben. Okay, was wir jetzt hier drin machen ist, wir sagen einfach mal, wir kreieren uns ein Array an Threads. Dazu sagen wir, pthread ist unsere Variable, pthread ist der Datentyp, stimmt nicht, pthread-t ist der Datentyp. Den wir hier benutzen und das ist sozusagen der Datentyp von den Threads. Das ist eine eigene Klasse und die ist im Prinzip die Thread-Klasse. Okay, jetzt sagen wir hier, Thread ist unser Array und wir haben hier zum Beispiel 10 Threads auf einmal. Okay, ihr könnt da relativ viel und relativ frei machen. Ich würde euch meistens sowas um die 8 empfehlen. Teilweise kann es auch mal sein, dass jemand, keine Ahnung, mehr als 8 Kerne hat. Vielleicht, wenn ihr mal an die Zukunft denkt, wir hatten jetzt relativ lange 4 oder 8 Kerne. Vielleicht kommt ihr demnächst 16 Kerne, wer weiß, dann bräuchtet ihr hier wahrscheinlich, wenn ihr es richtig effizient machen wollt, 16. Wenn ihr es auf der Grafikkarte laufen lasst, dann macht einfach extrem viele. Okay, aber ist auch kein Problem, wenn ihr hier irgendwie 100 oder sowas eingebt. Nur unendlich solltet ihr nicht machen, dann stürzt das Programm vermutlich irgendwann ab. Weil ihr nicht unendlich Threads erstellen könnt, das erlaubt die CPU nicht. Oder das Betriebssystem oftmals. Gut, jetzt was wir hier machen ist, wir benutzen eine Vorschleife, um einfach, nein, danke. Ich hätte ganz gerne hier einen stinknormalen Int und warum habe ich hier keinen Semikolon? Warum sehe ich meinen Zeiger denn so oft? Was ist denn hier los? Okay, machen wir das Ganze nochmal. Also, ich habe einen Int i gleich 0, Int i kleiner Count. Ja, was ist denn mein Count? Naja, mein Count, ich habe hier 10 Threads, die ich erstellen möchte. Also ist mein Count in unserem Fall auch gleich 10. Und ich habe hier ein Plus Plus.
Und warum steht hier überall der In vorne dran? Naja, muss auch wieder keiner verstehen. Okay, gut, das war meine IDE. Ihr habt sie kennengelernt, ist sehr freundlich, aber manchmal meint sie es zu gut. Okay, was wir machen wollen ist, wir wollen einen Thread erstellen. Das dokumentieren wir erstmal in einem Cout. Creating a Thread. Und dann sagen wir hier, welchen Thread wir gerade kreieren. Das wäre in unserem Fall der ETH-Thread. Ja, passt soweit. Gut, jetzt geht's tatsächlich mal ran an den Thread. Und zwar, ihr erstellt Threads, indem ihr sagt pthread create. Also pthread Bodenstrich create. So, das ist die Funktion, die ihr dafür braucht. Jetzt müsst ihr angeben, wo ihr diesen Thread reingespeichert haben wollt. Das wäre bei uns dieses Array aus pthreads hier, also unser Array aus Fred. Aber Vorsicht, die Adresse an der ETH Stelle brauchen wir hier. Denn wir wollen ja nicht immer an die erste Stelle schreiben, sondern an die ETH Stelle und wir müssen hier eine Adresse übergeben. Wenn ihr hier drüber fahrt, oder auch nicht, normalerweise kann man sehen, manchmal kann man sehen. Auf jeden Fall brauchen wir eine Adresse von einem pthread, wo wir das Ding reinschreiben können. Okay. Hier brauchen wir nichts, das ist mal einfach, das könnt ihr so übernehmen. Und als nächstes kommt die Funktion rein, die da ausgeführt werden soll in dem Thread. Und in unserem Fall wäre das laufen lassen. Einfach den Funktionsnamen. Was wir hier tatsächlich machen ist, wir übergeben einen Funktionspointer, also einen Pointer auf eine Funktion. Das wäre in unserem Fall laufen lassen, die Funktion. Und der Name der Funktion ist einfach der Pointer darauf. Das heißt, das ist alles kein Problem. Hier einfach laufen lassen, eingeben und weiter geht's. So, und was wir jetzt hier hinten übergeben ist, wir wollen ein i. Also brauchen wir hier noch ein i. Wir haben ja hier in dieser Funktion laufen lassen einen Parameter gefordert. Und den müssen wir hier noch mit übergeben. Ja, Semikolon natürlich nicht vergessen. So, wenn ich das jetzt laufen lasse, dann kriegen wir unseren ersten Fehler. Und ich bin mir nicht sicher, ob ihr den seht, aber ich möchte, dass ihr das einfach mal so selber ausführt und überlegt, was könnte die Fehlermeldung denn bedeuten. Es ist immer eine super Übung, wenn man sich überlegt, was die Fehlermeldung bedeuten könnte. In unserem Fall kriegen wir einen Fehler, dass hier eine Funktion void mit void-Parameter oder void-Pointer-Parametern angenommen wird. Und das heißt, wir müssen hier den Datentyp auf void-Stern ändern und wir müssen hier logischerweise dann auch einen void-Stern übergeben. Ja, wie machen wir das? Wir casten das ganze Ding einfach in einen Void-Stern. Upsala. Und ja, jetzt haben wir hier natürlich keinen Integer mehr, mit dem wir irgendwie arbeiten können. Was wir aber durchaus haben, ist die Möglichkeit, einen zu bauen. Und deswegen sagen wir hier einfach, okay, ich hätte ganz gerne meinen Int ID ist gleich. So, und jetzt casten wir das ganze Ding einfach wieder zurück. Wir casten in einen Int und zwar unsere TID. So, und jetzt geben wir hier logischerweise nicht das aus, sondern wir geben die ID aus. So, wieder kriegen wir einen Fehler, und zwar, dass wir hier, es ist eigentlich nur ein Warning, oftmals kann man es ignorieren, aber wir haben hier die Präzision verkleinert, weil wir hier irgendwie mehr erwartet haben. Deswegen, ja, schreiben wir einfach mal long hin und dann hier natürlich auch ein long, überall einfach mit longs arbeiten. Das ist quasi mehr Präzision für einen Integer, was wir eigentlich nicht brauchen, was diese Funktion uns aber bietet. So. Wenn ihr das jetzt mit dem normalen Compiler hier laufen lasst, dann werdet ihr merken, dass das leider auch nicht funktioniert. Das liegt aber daran, dass ihr eine Option in den Compiler mit reingeben müsst. Das kann man teilweise machen. Ich werde es euch jetzt in der Kommandozeile oder im Terminal zeigen, wo wir anfangs auch angefangen haben, hier ganz normal Dinge zu kompilieren. Und zwar werden wir G++ benutzen, ganz normal, wie immer eigentlich. G++, die Datei heißt multithreading.cpp, multithreading. .cpp, so, und jetzt muss hinten dran noch ein -lpthread. So, und jetzt kann ich das Ganze kompilieren, ohne irgendeinen Fehler zu haben, kann es ausführen, .a.out. Und jetzt, hier, haben wir die erste Ausgabe. Okay, hier sehen wir es auch schon super. Wir kreieren Thread 1, wir kreieren Thread 2, oder Thread 0 und Thread 1 kreieren wir. Dann steht hier Working Hard At und dann kommt Creating Thread 2. So, Creating Thread 0, 2. So, was ist jetzt hier passiert? Creating Thread
2 muss hier eigentlich stehen, weil 0 ist ja schon kreiert worden. Das ist jetzt ein super Beispiel. Tatsächlich hat Threading was mit Glück zu tun, vor allem wenn man es vorführt, hat das sehr viel mit Glück zu tun, denn die Dinger laufen parallel ab. Das heißt, die benutzen auch die Ausgabe absolut parallel. Was hier passiert ist, ich kreiere Thread 0, ich kreiere Thread 1 und dann bekommt der Thread 0, der hier, ein bisschen Arbeitszeit. Und in dieser bisschen Arbeitszeit schreibt er auf die Kommando oder aufs Terminal working hard at und dann ist aber schon wieder fertig. Dann kriegt er nicht mehr Zeit. So, und dann kommt wieder der Hauptthread, der die ganzen Threads kreiert, kommt raus, creating thread, aber er schafft es leider auch nicht fertig zu posten. Dann kriegt der Thread 0 wieder ein bisschen Zeit, postet hier 0 raus und der hier bekommt wieder die, also der Main-Thread bekommt wieder die Zeit und schreibt raus Creating Thread 2. So, und dann schreiben beide ein Enter raus oder eine Newline. Ja, und dann geht's hier ganz normal weiter. Dann kommt der erste Thread, der dritte Thread wird kreiert, der zweite arbeitet, der vierte wird kreiert und so weiter und so fort. Und ihr seht, das ist alles so ein bisschen zufällig, wer da jetzt gerade was machen darf. Und ihr seht es auch an den Ausgaben, hier kann man sich absolut nicht drauf verlassen. Das ist das Problem mit Threads, sie sind alle gleichzeitig. Wir müssen sie synchronisieren irgendwie. Aber wenn ihr irgendwie einfach nur eine Berechnung laufen lassen müsst, die dann am Ende, keine Ahnung, zu einem Bildschirmergebnis führt, dann ist es perfekt, was ihr da macht. Ihr berechnet einfach jeden einzelnen Pixel und schreibt den automatisch schon in eure Grafikkarte rein oder sowas. Wenn ich das jetzt nämlich nochmal laufen lasse, dann kriegen wir hier ein anderes Ergebnis. Und dann kriegen wir sogar Working Hard at Thread 9 zweimal ausgegeben. Wenn ich das nochmal laufen lasse, kriegen wir wieder ein anderes Ergebnis. Dann kriegen wir hier unten erstmal Working Hard at 8, dann 7 und dann 9. Das ist alles sehr, sehr zufällig. Also ihr könnt euch da absolut nicht drauf verlassen, in welcher Reihenfolge das passiert. Aber ihr könnt es super parallelisieren. Okay, das war's erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.